Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Test zu der Rollercoaster Tycoon World Beta, die an dem Wochenende um den 1. November erschienen ist. Also die ist jetzt auch nur für dieses Wochenende spielbar. Und ich würde sagen, wir laden einfach mal ein neues Spiel. Genau, das kann ein paar Minuten dauern, ist uns aber egal, weil... Ja gut, so schnell ging es doch nicht. Zuerst mal, es ist eine Beta, das heißt, es ist nicht alles vorhanden. Man muss auch Abstriche bei der Grafik machen, wenn man sich zum Beispiel die Optionen anguckt. Dann kann ich mir nur Infos holen und keine Grafik oder den Ton kann ich auch nicht umstellen. Ja, und deshalb müssen wir halt mit der Grafik so leben, wie sie ist. Aber ich muss sagen, es sieht schon echt ganz schick aus. Also, oh, im Halloween-Design sogar. Das ist ja cool. Ist mir bis jetzt auch nicht aufgefallen. Also, man kann es sich schon gut angucken. Es ist schon relativ schick hier, das Ganze. Trotz vorgegebenen Einstellungen. Und dann kommen wir mal zu den Features, die in der Beta enthalten sind. Wir können ganz normalen Wege bauen, das schauen wir uns nachher noch an. Wir können ein paar Szenenobjekte setzen, ein paar Deko-Elemente. Wenn wir jetzt den Bereich Buildings zum Beispiel, der ist noch nicht freigeschaltet. Warte, Buildings. Also da ist nichts, da kann man draufklicken, wenn man will, da taucht nichts auf. Dann gibt es hier noch Flatrides, die können wir auch nicht auswählen, die sind in der Beta auch nicht vorhanden. Das, was in der Beta am meisten interessiert, sind die Achterbahnen. Da gucken wir uns die Typen auch gleich mal an, die es gibt. Dann können wir noch das Terrain, also die Umgebung, ein bisschen verändern, Höhenunterschiede und so. Heatmap, keine Ahnung, passiert gerade auch nichts. Und Move Tool weiß ich auch nicht ganz, was man damit macht. Bulldozer, damit kann man Sachen entfernen, die man gesetzt hat. Ja, also wir haben unendlich Geld. Das ist, eigentlich ist die Beta hauptsächlich dafür gedacht, um den Baumodus von Achterbahn zu testen und dann da Rückmeldung zu geben. Ist auch eine vorbesteller-exklusive Beta, also wenn ihr die spielen wollt, müsst ihr das Spiel vorbestellt haben. Verzeihung. Ich würde sagen, wir schauen uns zuerst mal die Wege an. Also wir können gerade Wege setzen. Das funktioniert jetzt auch anders als in den Vorgängerteilen. Man ist nicht mehr an die Himmelsrichtungen und an die quadratischen Felder gebunden, in die man Sachen setzen kann. Man kann sich einfach einen Startpunkt markieren und dann einen Endpunkt und dann kann man den Weg... Ah, so krass kann man ihn nicht neigen. Dann kann man den Weg so hin und her ziehen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, den Weg zu vergrößern. Also den können wir jetzt von da nirgendwo ansetzen. Da müssen wir dann... Wie komme ich jetzt hier weg? Achso, ja, jetzt habe ich gerade wieder was anderes rausgefunden. Also, können wir auch größere Wege setzen. Da haben wir einmal diese Größe oder den ganz großen noch. Wir können natürlich auch wieder das Material des Weges verändern, wie es auch schon in den Vorgängern war. Mit Shift und Mausrad können wir den Weg tatsächlich, also können wir den Weg so hoch ansetzen. Also da kann man dann auf verschiedenen Höhen. Man merkt schon, das ist nicht mehr mit den Treppen wie früher, sondern man kann auch hier frei den Weg gestalten. Wäre es nicht zu extrem, da kann man ja niemanden langlaufen lassen. Also der kann man dann alles schön anpassen. Ja gut, jetzt haben wir hier ein bisschen Wege rumfliegen, weil ich das zeigen wollte. Nehmen wir jetzt mal den Bulldozer. Dann können wir das hier schnell wieder entfernen. Perfekt. Dann kann man hoch Wege jetzt auch rund bauen. Das heißt, man markiert sich einfach einen Startpunkt, einen Endpunkt und dann kann man... Oder doch nicht. Man markiert sich einen Startpunkt. Wie geht das jetzt genau? Einen Punkt, um den man die Rundung ziehen will. Genau, und dann zum Endpunkt. Damit kann man dann auch so runde Wege bauen. Ja, okay, ich entferne jetzt aber, also hier, das sind dann die Warteschlangen, die kann man nicht rund bauen, sondern nur eckig. Ja, aber ich entferne jetzt erstmal wieder alles, weil wir ja auch genug Platz haben wollen für unsere schönen Achterbahnen. So, das hat jetzt tatsächlich länger gedauert als gedacht. Ich denke mal, dieser Bulldozer, der wird auch mit der Zeit noch verändert, dass man da ganze Flächen markieren kann, die man löschen will. Ich musste jetzt gerade viele Teile einzeln anklicken, deshalb habe ich das einfach mal weggeschnitten für euch. Oh, jetzt wird es Nacht, das Licht geht an, schön. Und man sieht auch schon hier, Menschen gibt es auch noch nicht so wirklich in der Beta. Also das sind eher so Geister, die noch durcheinander laufen und denen alles egal ist. Also Fahrgäste haben wir dann leider keine später. Ja, okay, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den Achterbahnen. Was gibt es denn für Achterbahnen? Wir haben einmal den Hypercoaster. Ganz klassisch,
ja, einfach eine relativ große Achterbahn. Dann den Bootencoaster, der war aber letztes Mal, als ich ihn bauen wollte, in der Beta noch richtig verbuggt und hat überhaupt nicht funktioniert. Dann haben wir noch den Stand-Up-Coaster, also eine Achterbahn, wo man im Stehen fährt. Den Dive-Coaster, den Flawless-Coaster, also eine Achterbahn ohne festen Boden. Den Flying-Coaster, Inverted-Coaster, Accelerator-Coaster und den Wing-Coaster. Also die Auswahl ist für die Beta schon echt nicht schlecht, wobei man jetzt sagen muss, dass sowas wie Kinderachterbahn oder Familienachterbahn gar nicht berücksichtigt wurde. Also das sind alles eigentlich reine Adrenalin-Achterbahnen. Aber das kann uns ja in der Beta erstmal egal sein. Ich habe mir vorgenommen, wir bauen vielleicht jetzt so einen Komplex aus zwei Achterbahnen und ich wollte auf einmal auf jeden Fall den Inverted Coaster bauen. Und dann würde ich sagen, ja, bauen wir spontan noch einen Dive Coaster oder so. Aber wir fangen erstmal mit dem Inverted Coaster an. Also Custom Layout, also vorgeschriebene Layouts gibt es auch noch nicht. Okay, wenn ich ihn so umsetze, dann kommt der, genau, die Schiene hier raus. Ja, und jetzt fängt es an mit dem Baumodus. Wie baut man? Also wir können jetzt hier mit der Maus entlang fahren und dann können wir immer gucken, okay, wo wird er uns jetzt die Schiene hinsetzen? Und dann haben wir hier auf den Tasten 1, 2, 3 und 4, das seht ihr gerade rechts am Rand, verschiedene Funktionen, die wir mit Shift und Mausrad benutzen können. Eine Funktion, also die Funktion 1, ist, dass wir die Schiene einfach hoch und runter bewegen können. Funktion 2 ist dann, dass wir die Querneigung der Schiene bestimmen können. Funktion 3 ist dann hier hin und her, um Kurven zu machen. Und Funktion 4 bestimmt die Steigung in dem Punkt. Okay, und da ich die Schiene jetzt schon ganz schön versaut habe, setzen wir einfach nochmal neu an. Und wenn wir uns jetzt den Lifthill machen wollen, dann greifen wir uns hier den ersten Teil, gehen ein bisschen hoch, stellen dann die Steigung ein, die unser Lifthill haben soll. Genau. Und dann haben wir hier den Anfang. Ja, okay, der ist jetzt noch nicht so ganz schön. Dann machen wir ihn vielleicht noch ein bisschen hier kleiner. Muss auch gucken, das ist jetzt schon wieder sehr, naja, das ist nicht sehr gerade. Also die müssen noch ein bisschen was an ihrem Baumodus verbessern. Aber man kommt schon relativ gut damit klar, also man kann schon sehr viel machen. Dann setzen wir das nächste Schienenteil. Das hat dann hier zum Glück dieselbe Steigung eingestellt schon. Und gehen dann einfach gerade hoch. Und haben dann damit unseren, ja, Lifthill gebaut größtenteils. Dann können wir gucken, dass wir das hier noch ein bisschen begradigen. Ach, jetzt hat er uns, egal. Können wir die nächste Schiene setzen und mit der gehen wir dann oben auf gerade Ebene so. Genau, jetzt wählen wir dann nachträglich noch aus, was wir für Elemente haben wollen. Also hier haben wir einmal die normale Schiene, dann Kettenlift, Bremsen, Booster, also so ein Abschuss und Blockbremsen. Aber wir wollen jetzt hier den normalen Lifthill anbauen. Dann machen wir die drei Elemente zum Lifthill. Genau, und jetzt haben wir den Lifthill schon fertig. Ist relativ gerade. Man kann jetzt, wenn man noch ein bisschen nachjustiert, den sicherlich noch gerader machen. Aber das ist schon okay. Das soll ja keine Simulation sein, sondern nur so ein Spiel, um ein bisschen Spaß zu haben. Okay, ich würde sagen, den Lifthill machen wir invertertypisch so ein bisschen geneigt. Gedreht meine ich, also in der Kurve. Und damit das Ganze jetzt auch von der Querneigung her passt, nehmen wir uns hier einfach einen Punkt raus. Punkt. Ah, genau. Und können dann hier die Querneigung noch ein bisschen verändern. So. Mir ist gerade jetzt auch aufgefallen, dass das noch immer Lifthill ist. Das ist natürlich doof bergunter. Dann machen wir hier normale Schienen draus. Dann schauen wir uns das an. Wenn man hier so fährt, ja, könnte passen. Was hängen wir jetzt für ein Element dran? Das wird wieder Nacht. Ich würde sagen, wir versuchen uns mal an einer Zero-G-Roll. Zero-G-Roll, also einem Überschlagelement. Und das habe ich auch schon mal ein bisschen geübt, also das kriegt man relativ gut gebaut schon. Man braucht dafür im Endeffekt nur drei Punkte. Und fängt dann mit so einem Steilding an, geht dann hier wieder runter. Und wenn man sich jetzt
mit 2 die Querneigung einfach 360 Grad dreht, hat man hier die Inversion drin. Ich drehe den aber nicht komplett, sondern nur so ein bisschen. Dann können wir nämlich hier dann direkt mit so einer Kurve aus dem Element rausgehen. Ja, so. Mal schauen, ob das gut aussieht. Also man fährt hier runter, dann da hoch, durch die Rolle und dann hier in die Kurve. Jo, das kann man so machen, denke ich. Ja, hier am Anfang müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Das geht hier relativ steil auf einmal. Hoch. Ah. Nochmal neu. Ja, man muss noch ein bisschen aufpassen. Ein bisschen müssen sie noch verbessern. Das ist, wenn man zu flach drauf guckt, dann lässt sich das sehr schwer damit arbeiten. So, ich glaube, wir nehmen hier ein bisschen Steigung weg. So ungefähr. Hier können wir noch ein Stückchen tiefer gehen. Ah, nee, das gefällt mir auch noch nicht so gut. Warte, bleiben wir hier so hoch einfach. Genau, das sieht gut aus. Das passt. Dann gehen wir jetzt hier wieder gerade. Also ich habe jetzt vor, dass wir hier einfach einen kleinen Airtime Hill machen und danach versuchen wir uns dann mal an einem Looping. Wobei Looping in dieser Beta echt noch das schwerste Element ist, das es gibt ungefähr. Also mir ist bis jetzt einmal ein vernünftiger Looping gelungen. Deshalb bin ich auch schon gespannt, ob mein Plan jetzt aufgeht oder nicht. Achso, nicht die Querneigung bestimmen. So, hier runter. Jo, kann man machen. Okay, Looping. Ich habe, also es gibt. Ach, verdammt. Es gibt hier später mal. Ach, hier gibt es ja Speziality, also Spezialitätselemente. Hier gibt es dann auch das Loop-Icon. Und wenn man sich das hier hinsetzt, dann kommt aber das hier dabei rum. Und den muss man jetzt probieren anzupassen, was ich sehr, sehr schwierig finde. Aber wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Warte, so an sich sieht das ja schon. Ich weiß echt nicht warum. Wenn man sich den zweiten Punkt da auswählt, dann ist irgendwie vorbei. Ich meine, die Einfahrt hier, die sieht echt schon ganz gut aus. Das kann man, denke ich, so machen. Aber die Ausfahrt, die ist, so. Hier, das geht viel zu lange steil runter und dann viel zu schnell wieder auf die vertikale, horizontale Ebene. Aber wenn ich das jetzt hier verändern will, dann macht er den oben so komisch krumm. Ich könnte vielleicht versuchen, mir hier oben jetzt mal einen Punkt zu festigen. So. Oh, jetzt sieht das wieder so komisch aus, ey. Da ist echt. Dann, mein Looping ist auch viel zu hoch, ne? Fällt mir ja gerade erst auf. Huch. Okay, Höhe verändern. Du kommst runter. Du kommst runter. Also man merkt auf jeden Fall schon, das wird der schönste Looping, den es hier gegeben hat. Ah. So ungefähr könnte das ja passen. Dann nehme ich mir einfach mal hier den Punkt. Lol. Dann kann ich den hier erstmal wieder entfernen. Dann haben wir das Stück da nicht dran, das uns nervt. Ziehen wir den hier Stufe höher und machen mal ein bisschen. Ja. Guck mal, das hier sieht jetzt von der Ausfahrt her auch schon wieder vernünftiger aus. Aber das passt halt noch immer nicht. Der ist viel zu dick, der Looping. Was war das jetzt? Ich verstehe es nicht. Drehung rausmachen. Jetzt eine. Okay, da ist scheinbar ein Anzeigefehler. Deshalb entfernen wir jetzt einfach das Stück mal und. Hallo? Ja. Okay, setzen wir es mal neu. Jetzt haben wir das zum Glück raus.
Also die Einfahrt kann man sich, denke ich mal, geben, aber die Ausfahrt ist noch sehr, sehr merkwürdig. Wir können jetzt hier oben mal den Punkt greifen. Dann versuchen wir mal hier genau ein bisschen. Ah, ich weiß nicht, das sieht schon alles noch sehr, sehr merkwürdig aus, was ich hier baue. Huch! Was? Okay, lassen wir das. Ich versuche jetzt nochmal per Hand ein Looping zu bauen und wenn das nicht klappt, dann machen wir was anderes halt weiter. Also ohne dieses Icon. Also die Icons, die müssen dringend noch überarbeitet werden. Was die im Moment bringen sollen auf den jetzigen Stand, das verstehe ich noch nicht. Okay, ich mache schon wieder viel zu viel Falsches hier. So. Punkt setzen. Hochgehen. Neigung rein. So, das sieht doch als Einfahrt in den Looping theoretisch gar nicht so verkehrt aus, oder? Ja. Der hat ein bisschen Querneigung, fällt mir gerade auf. Okay. Was ist denn das jetzt hier? Jetzt will er uns hier direkt ein Looping aufbauen, das ist ja auch nicht so verkehrt. Wunderschön. Nee, aber damit kann man vielleicht arbeiten. Wenn wir uns jetzt hier den Punkt rausgreifen. Höher machen. So, du musst natürlich auch höher. Ich frage mich manchmal, warum der so komische Voreinstellungen hat, aber Beta, naja. So, jetzt haben wir aber ein ähnliches Konstrukt wie eben. Das bringt uns ja wieder nicht so viel. Den Punkt hier, Steigung ein bisschen verändern, Höhe verändern. Nicht zu steil angucken, wie eben schon gesagt. So, nochmal neu. Steigung verändern, Höhe verändern. Bisschen mehr hier rankommen. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Machen wir hier mal dasselbe. Gehen wir ein Stückchen höher. Ja. Da müssen wir dann auch die Steigung noch mal was verändern. Geht jetzt so auf Anhieb nicht. So, dann die Ausfahrt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt von vorne aussieht. Ich habe es vermutet. dann können wir jetzt den hier ein bisschen rüberziehen. So. Ach, es ist so schwierig. Jetzt was runter. So in die Richtung. Könnte es auch gehen. Dann die Ausfahrt ein bisschen bearbeiten. Okay, jetzt ist er zu weit nach da. Die Nacht nervt ein bisschen, also die kann man in der Beta leider nicht ausstellen, aber das würde ich ganz gerne machen. Weil im Hellen ist echt angenehmer zu bauen. Ja, so.
Ja, also die Einfahrt, mit der bin ich absolut zufrieden, aber die Ausfahrt, die will noch nicht so richtig. Ach, der hat hier unten noch einen Punkt. Dann setzen wir hier auch einfach mal ein. Ziehen den hier so raus. Ah, okay. Wenn wir jetzt hier oben noch ein klein wenig. Man kann sich ja so ein bisschen am Boden da orientieren. Ist hier oben noch so ein klein wenig was verändern. Ja. Ja, Kampf hier. Ja, wenn jetzt die Ausfahrt noch was nach hier ziehen, dann kann man sich das, denke ich, mal so anbieten. Ah, okay. Also das ist der Kampf mit dem Looping. Oh, ich hoffe, der ist nicht zu groß wieder. Der Kampf mit dem Looping, das ist echt immer so eine Sache hier. Testen jetzt einfach mal. Der wird da bestimmt richtig langsam, wenn der überhaupt durchkommt. Also da hinten kommt er hier an mit Zeitraffer. Oh Scheiße, ey. Oh Scheiße. Da habe ich mich komplett verschätzt. Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, ich versuche den tiefer zu machen. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, da steht also unser wunderschöner Looping. Ist noch nicht perfekt, aber dafür, dass wir kein vernünftiges Looping-Icon haben, ist er in Ordnung. Also ich bin da jetzt ein bisschen zufrieden mit. Ein bisschen zufrieden mit. Ich bin da relativ zufrieden mit. Das kann man so anbieten. Und ich würde sagen, den Rest der Achterbahn bauen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, macht's gut, Leute.